Ein garantierter Trick, jede Frau zu küssen, ohne abgewiesen zu werden. Kann das wirklich sein? Genau diesen Trick gibt es. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau dieses Video bis zum Schluss. Warum weiß ich, wie man Frauen küssen kann? Vielleicht hast du mein Video gesehen, in dem ich in 4 Sekunden eine süße Frau auf der Straße geküsst habe. Das findest du oben rechts, wenn du auf das i klickst. Ich bin aber auch verdammt oft auf die Schnauze gefallen. Darum weiß ich auch, wie schmerzhaft es sein kann, wenn eine Frau deinen Kussversuch ablehnt. Wenn du deinen Mut zusammennimmst und dich vorbeugst, um sie zu küssen und sie dann den Kopf wegdreht. Und dann hatte ich irgendwann eine wichtige Erkenntnis. Das Küssen war nie das Problem. Es war die Art, mit der ich versucht habe, sie zu küssen. In mehreren Fällen habe ich von den Frauen Jahre später erfahren, dass sie eigentlich wollten, dass ich sie küsse. Aber sie wollten diese Verantwortung nicht tragen. Ich war derjenige, der diese Angst auf sie raufprojiziert hat. Und natürlich hat sie dann diese Angst gespürt. Meine Erkenntnis war folgende. Wenn wir vom Nichtküssen zum Kuss springen, dann ist das ein gewaltiger Sprung. Schau dir einmal folgende Filmposter an. Welcher Moment wird hier immer und immer wieder abgebildet? Wie kann ich es also natürlicher gestalten, sodass ein Kuss zwischen uns beiden sich richtig anfühlt? Die Antwort ist diese, indem sie beim Prozess mitmacht. Und was dabei rausgekommen ist, ist der Nicht-Kuss. Kuss. Also, sie mag dich. Wie kannst du sie küssen, ohne dass sie dich abweist? Der Nicht-Kuss-Kuss funktioniert folgendermaßen. Du sagst ihr, ich würde gerne mal was ausprobieren. Aber es ist wichtig, dass wir uns dabei nicht küssen, okay? Dann wird sie sagen, was? Ja, okay. Und dann sagst du, gib mir mal deine Hände. So, und hältst deine Hände heraus. Sie wird ihre Hände in deine legen und du greifst zu. Und dann ziehst du sie langsam einfach zu dir näher und sagst ihr immer wieder, aber nicht vergessen, wir dürfen uns jetzt nicht küssen, okay? Du darfst mich nicht küssen dabei. Und du ziehst sie währenddessen näher und bewegst dich näher zu ihr. Während du das machst, schaust du ihr eiskalt weiter in die Augen. Du sagst ihr, aber nicht küssen. Und ziehst sie so nah an dich ran, dass ihr quasi schon euch küssen könntet. Und ihr seid so nah aneinander, dass eure Lippen sich irgendwann streicheln. Ihr seid quasi mitten im Nicht-Kuss-Kuss. Und in diesem Moment schließt du einfach deine Augen. Sie wird es merken und sie wird ihre Augen schließen. Und dann habt ihr einen der intensivsten und schönsten Momente, die man vor dem Küssen haben kann, und zwar noch viel intensiver. Dieser Moment ist so schön, dass sie natürlich mehr haben wollen wird. Und dann wirst du mal merken, in wie vielen Prozent der Fällen sie dich dann küsst. Und wenn sie dich geküsst hat, dann darfst du irgendwann einen Schritt zurück machen und sagen, hey, du hast die Regeln gebrochen. Und sie ist die Schuldige. Aber weiter im Text. Oh ja, es gibt noch mehr. Für den wirklich maximal schönsten Augenblick, wo es wirklich prickelt in der Luft, wo diese Spannung euch beide einfach durchflutet, solltest du Folgendes beachten. Und zwar geht es darum, den Kuss, aber auch den gesamten Prozess der Verführung so romantisch wie möglich zu gestalten. Und ich weiß, was du sagst. Ach, so ein Quatsch, das funktioniert doch nicht. Damit bin ich immer nur auf die Schnauze gefallen. Ja, dann schau dir meine anderen Videos an. Es funktioniert. Also hör nicht auf die ganzen Deppen, die meinen, du müsstest dich wie ein Alpha oder wie ein Arsch aufführen, nur damit sie dich endlich mag. Warum würde ich mir sonst den ganzen Stress machen? Ganz ehrlich, Frauen möchten genau dasselbe wie wir. Jedenfalls die intelligenten Frauen. Und da du natürlich Lust auf schöne und intelligente Frauen hast, kannst du dir sicher sein, dass du nicht auf diesen Bullshit hören brauchst. Und denk einmal nach, welchen Augenblick findet sie wohl am schönsten? Von welchem Augenblick wird sie wohl ihren Freundinnen erzählen? Ist es der Sex? Ist es der Kuss? Oder ist es der ganze Aufbau bis dahin? Die ganze Spannung, das ganze, oh, ich wusste nicht, was dann, und dann ist das passiert und das passiert und wir waren uns so nah und er hat mich immer noch nicht geküsst und dann hat mein Herz geflattert und ich wollte endlich, dass er mich küsst. Ist es nicht dieser Moment? Warum würdest du sonst durch diesen ganzen Stress gehen? Warum würdest du dir sonst Video für Video für Video anschauen, um zum Schluss was? Zu werden wie jemand, der du nicht sein willst? Komm schon, ist doch Bullshit. Wenn du mir nicht glaubst, dass Frauen nicht auf den Player, sondern auf einen Romantiker stehen, dann räume ich jetzt ein für alle Mal mit diesem Bullshit auf. Du brauchst nicht dich dazu zu zwingen, ein extrovertierter Mann zu werden oder mit einer Ellenbogenmentalität durch die Welt zu gehen, mit einer Du versus Ich-Aura, wo du die ganze Zeit nur darauf aus bist, etwas zu bekommen, aber nichts zu geben. Das ist Schwachsinn. Du sollst sogar du selbst sein. Frauen wollen, dass du du bist. Und warum das die Wahrheit ist, das sage ich dir in diesem Video.